lasst uns Brücken bauen. Aufgabe abgeschlossen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Unten haben wir jetzt nichts drin gehabt. Oh, endlich sind unsere Blumen auch soweit. Die schönen Sonnenblumen. Dass wir, dass sie die Bienen ein bisschen produktiv unterstützen können, sage ich mal. Ich bin gerade am Überlegen. Ach nee, ich wollte ja extra Weizen kaufen, aber ich habe ja keinen bekommen. Baumwolle habe ich unten links drin, also mache ich jetzt auch nochmal Zucker rein. Zuckerrohr, Samen. So, ich finde aber, das sieht schon richtig, richtig toll aus hier. So, da können wir... Nein, nein, nein. Können wir mal schauen. Oh, ist noch nicht mal die Hälfte. Okay, wir brauchen noch ganz, ganz viel. Gut. Das war dann auch das letzte Wasser, was wir hatten. Tada, natürlich. Aber die Erdbeeren sind fertig, so wie es aussieht. Die müssen wir aber, glaube ich, zweimal machen. Oder brauchte er nur vier davon? Ich bin mir nicht sicher. Ja, nee, er brauchte sechs davon. Das war ja so klar. Aber wir haben keine Erdbeeren mehr. Wir müssen dringend Erdbeeren kaufen. Das ist schlecht. Weil die kosten natürlich dann auch dementsprechend. Also Erdbeersamen müssen wir natürlich kaufen, keine vollen Erdbeeren. So, die schmeißen wir da rein. Kitty ist auch da. Der können wir auch mal kurz Hallo sagen. Hallo, Kitty. Kitty Kit. Hi, Kitty. Man könnte auch gemein sein und sagen Kittekat, aber... Ne? Oh, ein schöner Schmetterling. Die Brücke ist soweit. Die Brücke ist soweit. Ja. Das ist jetzt das Erste, was ich heute machen werde. Es tut mir leid, selbst wenn ich Thomas nachher nicht mehr finden sollte. Oh, wie geil. Bergpass von Fairhaven. Oh, richtig schön hier. Das wäre was, wo ich auch mega gerne wohnen würde. Das Einzige, was ich nicht so unbedingt da haben möchte, das sind Motten, Mücken und Spinnen. Oh, und ein Eichhörnchen ist da links. Oh, eine neue Blume. Schwarzkümmel. Und hier kann ich irgendwas umgraben. Is it a... It is! Nee. A recipe! Wo kann man diese, sorry, Scheißrezepte noch überall bekommen? Frühlingseintopf, ja geil. Krass. Also das ist quasi auch nochmal ein Wald, wo ich nochmal mehr Holz hätte, sozusagen. Also nochmal mehr, dass ich sagen könnte, ich brauche jetzt dringend viel Holz. Oh, man kann sogar Geld ausgraben. Oh, ist das geil. Das war jetzt nicht so viel. Aber, ich meine, ne, so viel haben wir ja auch nicht. Also für uns ist das schon viel. Und Brombeeren. Oh, das ist geil hier. Ist das geil. Da muss ich auf jeden Fall... Aber dann werden meine täglichen Videos ja noch länger. Oh, ist das eine heiße Quelle? Ich will da rein. Ich will da rein. Das sind heiße Quellen. Oh, wie geil. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nach oben gehen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz hier rechts. Ich hoffe, wir können hier rüber. Ja, okay. Da kann man auch nochmal angeln. Da geht's ja nochmal weiter. Da oben können wir auch nochmal was pflücken. Eieiei, ich hoffe, das ist jetzt mit links verbunden. Ich möchte mir hier nämlich alles mal so genau anschauen. So, das. Kümmere dich auch. Minze. Ah. Ich glaube, ich habe für irgendein Rezept oder so, für irgendwas zum Kochen, habe ich mal geschaut wegen Minze. Kann man hier rein? Ist da jemand zu Hause? Das ist wahrscheinlich eine fremde Hütte. Ich hoffe, dass ihr das nicht im Hintergrund hört, aber irgendetwas, ich weiß nicht, meine Nachbarn scheinen irgendwie gerade heute einen Hau wegzubekommen, weil ich hier nur noch Krach höre die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hoffe, dass das nicht zu störend ist. Ich muss es mir... Oder ich werde es leider erst auf der Aufnahme dann anhören können.
Da geht's rüber. Okay. Das sind aber ganz schöne Stolpersteine hier. Ich meine, wenn man hier runter geht, das ist ja noch okay. Aber wenn man da hoch geht, hallo? Da ist jemand Neues. Ich klaue dir mal kurz deine Brombeeren. So. Wer bist denn du? Hi, I'm Tara Wild. I own the farm down the mountain path. Are you the new scientist? Oh, I think I saw your farm on my way in. Oh, it's charming. I'm Giva Joshi. And yes, I'm a meteorologist. I'm here to study the funny weather patterns you have here in Fairhaven. ja. Oh, is our weather that strange? It seems pretty normal to me. Really? Well, I understand you're having a reduced rainfall compared to other areas in the region. Unusual for this time of year. Well, in any case, your mayor told me you might show me the way to town? Absolutely! Follow me. Nein, nein, nein! Ich will hier oben bleiben. This is the blacksmith, run by Natalia. Wait, like an actual village blacksmith? Oh, how quaint! I wonder if she could make me copper wiring for a new antenna. And here we are! The town hall. Oh, you must be Giva! I'm Mayor Otto Soft. Thanks for bringing her by, Tara. We have a little game we play with all new arrivals in Fairhaven. Introduce yourself to all your neighbors, and they'll let me know when you've met everyone. You're a riot. Actually, he's serious. Oh, wait. Really? Yes! And you'll get a prize to help you get settled. Oh, you've already met Tara. So that's one down. Okay, why not? Should be good for a laugh, right? This island may be stranger than I thought. What was that? Oh, nothing. Ja, ganz unrecht hat sie nicht. Können wir nochmal mit dir reden? Na, leider nicht. Schade. Ja, jetzt ist hier alles so durcheinander. Ich wollte doch erstmal oben alles... Oh, Leute, ganz ehrlich... Dann machen wir erstmal hier unten weiter. Aber ich muss unbedingt oben nochmal nachschauen, was es da noch alles gibt. Weil wir haben ja noch lange nicht alles gesehen. Pff, diese Mini-Fliegen werden auch immer dreister. Die möchten immer in den Mund reinfliegen, in die Nase, ins Auge. Schrecklich. Man kann noch nicht mal während der Aufnahme können sie einen in Ruhe lassen. Are you kidding? Are you okay? Yeah, I'm fine. I just... didn't heat up this metal enough because it's so hot out. So when I hit it, the stupid thing snapped right in half. Das ist nicht so gut. Okay. Ja, dann arbeiten wir uns mal hier durch. Dann können wir auch direkt nochmal zwei Fischstäbchen verkaufen, hoffe ich doch mal. Dass die heute auf hat. Ah ja, die sind ja noch nicht voll. Na, kann ich noch nicht. I'll never stop being impressed, Angus. You move around the kitchen like you're a part of it. Aw, thanks, Tara. It took me a long time to feel so comfortable here. I studied accounting in college, but I only worked as a CPA for a year before I had to stop or lose my mind. Okay, mit ihm können wir aber auch nochmal reden, ne? Isn't it terrific that a meteorologist with a prestigious grant has chosen to call Fairhaven her home? Miss Joshi is truly the best addition we've had to the island in a long while. A really long while. Mhm. Sie haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Fällt mir gerade ein, gestern auch nicht. The old rancher, the guy who left ages ago, was super chill. He let me adopt one of his goats. I named her Pedro. On the weekends, I'd feed her and play with her and stuff. Marty doesn't strike me as the kind of guy who'd let the kids do that. Mhm. Aber bei den erwachsenen Kindern, da drückt er mal ein Auge zu, ja? Ach so, wir könnten mit ihm eventuell nochmal eben sprechen. Die Werkstatt müsste ja gleich auch geöffnet haben, ne? Nehmen wir sie noch kurz. I wish my parents were still spry enough to make the trip out to Fairhaven. They'd love to see how Fairhaven has changed since I was a teenager. That's when we stopped spending summer vacation here. Okay. Ich meine, das wäre mal was Neues. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht ist es auch einfach nur wieder zu lange her, dass sie das letzte Mal gesagt hat. So, Junge. Since the weather's gotten so warm,
Cameron held our last Sunday meeting on the beach. I don't see why the rest of the town doesn't come. You get to sit by the ocean with your friends. Okay. Hat das jetzt was mit dem Bergpass zu tun, hier unten? Jetzt hat der die Scheune natürlich auch noch da drin. Aber ein Gemüsebeet möchte ich auch gerne haben. Ach, dafür brauche ich 50 von denen. Ach, du Schande. Ja, das dauert aber noch eine ganze Weile. 1500, okay, da könnte man jetzt mit Fischstäbchen drauf sparen, ne? Aber für die Scheune muss man nur farmen. Naja, nur ist gut. Ich meine, das ist auch, aber 1800. Heftig. We'll be able to fix up this barn, no problem. But you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Ja, würde ich sagen, dass wir das dann so schon mal drin lassen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir auch noch kurz in den Wald rein. Ob wir jetzt hier nochmal irgendwas finden, beziehungsweise Shelby wird wahrscheinlich auch da sein. Oh, was machst du denn hier? Hey, that new meteorologist is kind of cute, yeah? Don't think I'm her type, though. Ach, an mich denkst du nicht, oder was? Du warst meine zweite Wahl. Mittlerweile meine dritte. Aber reden wir mal nicht drüber. So, okay. Shelby, Moment, ich muss noch eben einen Fliegenpilz holen. Hier ist nichts mehr. Da oben ist noch was. Moment, Shelby, ich komme sofort zu dir. Die brauche ich nämlich für einen Trank. Darf ich nicht vergessen. Puh. Shelby, you don't mind having that fire going when it's this hot out? No, I made my peace with fire long ago. Okay. Das klang jetzt irgendwie komisch. Hier hinten haben wir auch nichts mehr. Nee. Na gut. Dann machen wir uns mal auf. Wo müssen wir denn noch hin? Wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir direkt nach unten. Da waren wir auch noch nicht. Und ich hoffe, dass die eine ihr Geschäft offen hat. Die mit diesem 50er-Jahres-Stil da. Ja, mit Namen habe ich es nicht so. Shelby konnte ich mir noch merken, weil das eine Automarke ist. Aber ja, die anderen. Achso, ihn müssen wir auch noch kurz, genau. Wird wahrscheinlich wie immer da sein, natürlich. It's a perfect day, Messenger. What's got you down? Oh, I just got a text from an old friend of mine. Tammy played my sister on the sitcom I starred in as a kid. She booked a role in the next big superhero movie. I'm happy for her, but sometimes I wonder, what would have happened if I'd stayed in Hollywood? Would that be me? Tja, du wirst es nie erfahren, weil du musstest ja irgend so ein Zwiegespräch mit Gott führen oder so. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Ja, sie hat geöffnet. Endlich. Hi, ich habe immer noch eine Lieferung für dich. Bitteschön. I'm not often speechless, but this almost did it. Oh, I'm indebted to you, Azizam. Azizam. Kann jeder das nicht auf Deutsch sagen oder zumindest sagen, was das bedeutet? Have you met the new meteorologist yet? It's nice to meet someone else who geeks out over data and peer-reviewed studies. Even if hers are about hurricane patterns and mine are about flu statistics. Okay, ist ja fast das Gleiche, ich meine. So, du hast auch geöffnet. Sehr schön. Haben wir mit dir schon gesprochen vorhin? Du bist nicht er. Aber gut, wenn du dich dazwischen drängen willst, dann rede ich auch so mit dir. It's so hot that everyone is ordering milkshakes. I take pride in making them the old-fashioned way with hand-scooped ice cream. But, ow, my right bicep is really sore. And Giacomo used to say I could beat him at arm wrestling in the summer. Ja, das ist in der Tat sehr, ja, aufwendig ist das falsche Wort, aber das könnte ich noch verkaufen. Ach so, ja, aber die habe ich noch nicht hergestellt, ne? Daran lag es, glaube ich. Genau.
Okay. Nein, ich werde jetzt nicht darauf reinfallen und mir irgendwelche Rezeptbücher holen. Mit dir wollte ich gerade sprechen, aber du willst ja nicht mit mir sprechen. Natalia lets me use her workshop when I need to weld metal pieces together. But it gets so hot in there. How does she deal with it? Is she some blacksmithing deity? That's what she should put on her dating profile. Can withstand the inside of a volcano. Schmiedegöttin. Der ist gut. Den muss ich mir merken. Bruno. Der zweite Name, den ich mir gut merken kann hier. Falsche Taste. Mit E komme ich nicht weit. I miss the beer hall that used to sit right near the docks. I didn't know Fairhaven had a beer hall once. Oh, surely did. When the mine was open, the miners would go straight to the beer hall after work. But Hazel's Auntie Vivian could drink them all under the table. Warum lacht der? Ich habe früher auch immer alle unterm Tisch getrunken. So, was holen wir uns denn Schönes? Eigentlich reicht es ja, wenn wir uns Würmer holen, ne? Das Problem ist, die sind immer so scheiß teuer. So, nochmal 10 davon. Von denen haben wir jetzt... Doch, von denen haben wir noch 6 Stück. Das ist okay. Ja, dann würde ich sagen... Dann haben wir 15. So. Wir könnten jetzt natürlich auch irgendwie Fische verkaufen oder so, aber nee. Alleine wenn ich jetzt aus dem schon Fischstäbchen mache. Klar, ich muss jetzt noch das Mehl dazu rechnen, klar. Ich habe natürlich einen Reingewinn mit dem Fisch, weil ich sonst nichts anderes verarbeitet habe. Aber wir müssen ja nur das Mehl dazu rechnen, das wäre dann 65. Dann haben wir immerhin noch einen Gewinn von... Ja, nee, wir haben mehr als 35 Gewinn, weil wir den ja auch gefangen haben. Also, nee, wir haben auf jeden Fall, machen wir die Fischstäbchen. Also, da geht nichts drüber. So, was ist mit dir? Hey, Akai. You making anything for the summer festival? No way. Which is better for everyone, trust me. Damon had to put a sign above his stove that says, Kai, don't walk away if the burner is lit. Ja, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Oh, Moment, bevor der Laden nachher noch zumacht, gehen wir erstmal hier rein. This year, I had to set a s'more limit for the kids. Last summer, Finn fashioned a 3-pronged marshmallow roasting stick out of some branches and twine. Ah, he is an efficient engineer. I like it. That kid is really too much like his dad sometimes. Okay, wie viel Mehl haben... Achso, nee, ha, genau, Erdbeersamen. Ganz dringend. Ganz dringend brauchen wir die. Mehl, wie viel haben wir davon noch? 7. Ich würde sagen, dass wir noch 3 kaufen, damit das glatt ist. Und dass ich dann ganz viele Fische versuche zu fangen, in der Hoffnung, dass es nicht wieder nur Rezepte werden heute. Und dass wir dann wirklich mal viel verkaufen können. That lady who moved into the old Firewatch Tower is nice. She makes science seem so interesting. I kind of wish she was our teacher. Ja, das wünschen sich sicher sehr viele. Also nicht, dass die jetzt gerade ihr Lehrer ist, aber dass sie Lehrer bekommen, die auch wirklich was von ihrem Job verstehen. Do you think Miss Joshi would make baking soda volcanoes with us? Mrs. Soft says they're too messy for the classroom. But who cares if you make an explosion? So, mit ihr haben wir noch nicht gesprochen. Hallo, die will er nicht? Doch. Die ist mal am Arbeiten, sonst sehe ich sie immer nur draußen rumlungern. Hey, did I hear you singing just now? Look, it gets lonely in here sometimes. I gotta keep myself entertained. You should try it on the farm. Also ich weiß nicht, was sie damit meint. Ich singe sowieso immer den ganzen Tag, deswegen... Hallöchen, ich setze mich mal zu dir. Hi. That Francis is such a natty dresser. I want to ask him where he shops, but, Francis is chill. I'm sure he'd take it as a compliment. Besides, you've got a great sense of style, too. Oh, ich würde ihm ja jetzt gern ein Geschenk machen, aber ich habe ja nichts, was ich verschenken kann. Oh, die gucken sich schon so verliebt... Also, sie guckt ihn schon so verliebt an. Er guckt eher so...
Ich würde mich ja gerne in so jemanden wie sie verlieben, aber ich darf nicht, weil ich bin... Naja, die, die aufgepasst haben, wissen schon, was er ist. Ich werde es jetzt nicht sagen. Die anderen müssen sich dann halt noch was gedulden. Ich will mich aber auch nicht gedulden, ehrlich gesagt. Ich will, ich will den Kerl heiraten und, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann würde ich verraten, was er ist. Moment, hier haben wir Fische. Die sind bestimmt gleich wieder weg, wenn ich jetzt woanders hinlaufe. Deswegen angel ich jetzt doch mal mit euch kurz eine Runde. Mir ist eigentlich egal, ob ich den großen Fisch nehme oder ob ich das andere nehme. Das ist... Wer als erster anbeißt, wenn es nicht der kleine ist, genau. Oh, yeah. Hauptsache, ich krieg kein Rezept mehr. Oh. Ich meine, ich finde es gut, wenn ich Rezepte bekomme. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber... Teilweise kommen dann so viele auf einmal. Oh, da sind nur zwei drin. Das lässt nichts Gutes ahnen. Nein, kein Rezept. Okay. Oh. Ich bin schon rezeptgeschädigt. Na? Ja, das war klar. Und jetzt der Große. Na komm. Ja. Yeah, genau. Na, na? Ein Schrimm. Das ist natürlich auch noch gerade einer von denen, die dann so teuer sind. Wenn ich dich zertrete, kann ich dich dann auch... Nein. Da oben... Nee, hier ist nochmal eine Stelle. Oh, wieder nur zwei Fische drin. Ich habe jedes Mal Panik. Wobei, naja... Nein, 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 nein. Oh. Ich meine, billiger kann man die Rezepte nicht bekommen. Ja doch, man kann sie billiger bekommen, habe ich jetzt festgestellt, indem man sie ausgräbt. Oh, got one. Das ist natürlich das Günstigste. Aber das Zweitgünstigste... Is it? It is a recipe. Was? Rumble the Thumbs. Was zur Hölle? Das sieht mir so nach... Ravioli? Nee, das ist... Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja, ich muss dich leider verlassen, Shelby. Eine Muschel, sehr schön. Oh, bei Thomas war ich noch nicht. Nein, jetzt ist der natürlich nicht da. Moment, wir können aber mal kurz auf die... Doch, er ist da. Thomas, nicht weglaufen. Ich will mit dir reden. Bleib stehen. Ich habe leider noch nicht deine Wolle, aber ich werde noch eine zweite machen. Nee, Moment, das ist die erste. Erdbeeren muss ich noch eine zweite machen. So, I hear you're raising livestock too. Are you upset? Not as long as you treat your animals right and keep them away from my corn plants. So, und natürlich, oder will er doch Baumwolle haben? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich denke die ganze Zeit, dass ich ja nur Baumwolle kaufen kann. Ah ja, doch, ja. Er wollte auch die Baumwolle haben. Habe ich doch keinen Unsinn geredet. Außer, dass meine Stimme jetzt schon wieder fast weg ist. So. Überlassen wir denen erstmal das Reden. Oh, real nice weather, huh? You know, I should snap a pic and text it to Dad. You don't have to run off to the Bahamas just to get some sunshine. What? Just talking to myself. Okay, ich war jetzt so versessen. Ich glaube, wir haben auch unser Küken heute noch nicht gefüttert. Kann das sein? Moment, M? Ah, M habe ich noch nicht gedrückt. Deswegen war das Ausrufezeichen, was ich jetzt permanent ignoriert habe für über 20 Minuten. Was aber keine böse Absicht war, was jetzt zufällig nur passiert ist. So, da unten, ja, ist ein großer mit bei. Den angeln wir uns dann auch nochmal kurz. Wollte ich ja eigentlich nicht, wenn ihr dabei seid, aber irgendwie kriege ich es dann doch nicht auf die Reihe. Weil dann sehe ich die Fische und denke, oh ja, die angeln wir uns jetzt. Ja. Sie ist auch total begeistert davon. Sie möchte auch unbedingt Geld haben, damit wir die anderen Sachen machen können. Haben wir mittlerweile? Ja, wir haben auch wieder Blaubeeren. Sehr schön. Geh mal weg hier. Kein Platz. So, 9 Stück kommen ja immer dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man bekommt, wenn man so einen Blaubeershake oder sowas macht. Ich weiß auch nicht. Normalerweise müsste man doch mit der Zeit alles bekommen, um selber die Sachen herzustellen. Also zumindest jetzt die meisten Sachen herzustellen.
Da ist auch wieder ein großer Fisch drin. Und ich kriege jetzt hier auch noch Schluck auf. Und ich will jetzt nichts sagen. Okay, es taucht doch nichts auf. Oh, sehr schön. Gotcha! Ich finde es nur immer wieder interessant, wie wir die ganzen rosanen Fische angeln. Also ich weiß ja nicht, ob das eine Lebensmittelvergiftung ist, die die haben. Oder ob die mal mutiert sind vielleicht. Wer weiß. Quick! Ja, das ging wirklich quick, ne? Es ging sehr schnell. Und ich habe mir schon fast gedacht, dass es ein Tintenfisch ist. Wieso kann man da unten nicht lang? So, die zwei, die müsst ihr jetzt leider auch noch eben mitmachen. Es tut mir leid. Ich nehme einen von den beiden großen. Welcher ist mir egal. Ich will einfach nur Fischstäbchen machen. Oh, yes. Wobei wir die wahrscheinlich demnächst dann auch nicht mehr essen sollten, weil zumindest aus Spanien, die Fische werden ja doppelt mit mRNA-Technologie gespritzt. Also mittlerweile weiß man gar nicht mehr, was man überhaupt noch essen darf. Nein! Und das dauert dann wieder so lange, bis die Flasche da dran geht, wetten. Oh. Das ging jetzt schnell. Das ging jetzt in der Tat schnell. Is that a bottle? Spanisches Omelett. Okay. Ich habe von allen Rezepten, glaube ich, die ich hier mal irgendwo bekommen habe, absolut keine Ahnung. Aber wenn es schmeckt, dann soll es halt. So, was ich aber mit euch jetzt gerne noch machen würde, zumindest zum Abschluss des Tages. Ach, wir haben ja noch gar nicht geguckt, ne? Ich bin jetzt so, so blind nach oben gelaufen. Ja, das Holz werde ich mir holen, wenn ich oben nichts aus... War hier? Ja, meine ich doch, da war doch noch was. Wenn ich oben nichts mehr ausgraben muss, weil dafür brauche ich dann ja auch wieder Energie. So, jetzt zeigt er mir das. Ach nee, ich habe ja die Scheune genommen. Stimmt. Ich brauche so unheimlich viel von dem anderen Zeug. Und hier Holz und so, das kann ich ja alles farmen. So, hier scheine ich jetzt nichts mehr. Ach so, da brauche ich dann nur noch den Stein im Endeffekt wegzumachen, weil sonst ist da ja nichts. Zumindest im Moment nicht. Was ist mit dir? Dich muss ich noch füttern, ne? Didelilili. Süßes kleines Liebchen. Hauen wir dir mal auf den Kopf und kraulen dich dabei. Ach so, da ist die Öffnung. Okay. Habe ich sie jetzt auch gefunden. Und ich habe leider noch einen Fisch gefunden. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Wir müssen noch mal kurz angeln vorher. Ich hatte ja in den ersten Folgen, beziehungsweise danach, also nach den ersten paar Folgen, hatte ich ja schon erwähnt, dass man hier wahrscheinlich viel farmen muss. Aber ich finde, das geht eigentlich noch. Was mich mehr, naja, nicht direkt stört, hatten wir dich heute eigentlich schon? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es kann sein, dass ich direkt nach oben gelaufen bin, ohne dich zu beachten. Oh, ich muss mal eben kurz... So, Entschuldigung, aber es ist schlimm, wenn man so viel Schleim im Hals hat, dass man gar nicht mehr richtig reden kann. Und jetzt kratzt mein Hals gerade, jetzt kann ich auch nicht mal richtig reden, das ist auch nicht viel besser. Also, wir nehmen diesmal den Weg hier links rum, der wahrscheinlich zum gleichen führt, nur über die Brücke nehme ich mal an. Und hier ist die Brücke, aber hier geht es noch hoch. Mal schauen. Links, das sieht auch sehr schön aus. Ah, eine Aussicht. Vielleicht müssen wir da später irgendwie auf ein Date oder sowas rein. Keine Ahnung. Oder da steht vielleicht irgendjemand oder vielleicht findet man die andere da auch schon mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Was ist das denn hier? Ach, die... Moment, haben wir die hier getroffen? Echt? Da ist sie auch schon. Kann ich nochmal mit dir reden? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Aber ich darf mich ein bisschen umsehen, oder? Das sieht ja schon ganz cool aus hier. Was ist denn das Weiße? Keine Ahnung, was das ist, aber das ist kein Teleskop oder sowas.
Hier kann man auch nichts lesen, leider. Den Busch haben wir auch schon. Ach, man kann Fische fangen. Es tut mir leid, da ist ein großer drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Den nehmen wir noch mit. Aber das ist gut, wenn man natürlich viel Geld machen will und dementsprechend viele Fischstäbchen macht oder machen möchte und viel Fisch fangen möchte dafür, dann hat man jetzt sogar noch ein paar Stellen mehr dafür. Die beißen zwar sehr seltsam an, irgendwie, die Fische. Ich kenne es nur so. Ein Mondfisch. Okay. Ein Fisch, den Schwimmer aufgrund seiner Flosse manchmal für einen Hai halten. Ist in der Nähe der Berge zu finden. Ein epischer Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Okay. Kann man dann hier auch? Ne, ist zu tief, oder? Ne, sieht doch nicht so aus, als ob man da... Aber unten hatte ich, glaube ich, auch noch eine Angelstelle gesehen. Vielleicht sollten wir da mal gucken, ob wir da eventuell... Oder war das hier oben? Nee. Nee, okay. Ob wir da eventuell auch nochmal einen seltenen Fisch angeln können. Da hinten auf der anderen Seite sehe ich noch einen. Hier unten war die Hütte. Da kann man aber anscheinend den Flussverlauf nicht mehr weiter folgen. So, da war das. Genau. Ich sehe zwar nichts. Ich hoffe... Nee, das ist doof. Ich sehe dann ja nicht. Ich muss den Baum hier mal eben wegmachen. Also es tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob man sonst sehen würde. Ach so, Limonade. Da brauche ich auch noch Holz für. Stimmt. So, ich weiß nämlich nicht, ob man sonst sehen würde, welcher Fisch überhaupt anbeißt. Ja, das wäre, glaube ich, genau hinter Baum gewesen. Ja. Okay. Den kleinen brauchen wir jetzt nicht. Ja. Dann haben wir eigentlich alles gesehen. Ja, mit dir können wir wirklich nichts machen. Dann haben wir soweit eigentlich alles gesehen, was es hier oben gab, glaube ich. Ich denke, dass die Büsche wahrscheinlich auch nur so alle 3 Tage oder sowas aberntebar sind. Jetzt muss ich mal schauen. Wir brauchen Holz und wir brauchen Eisen, wobei wir eigentlich wahrscheinlich ziemlich viel Eisen haben. Wir könnten aber zum Beispiel Holz immer mal wieder so ein bisschen was nehmen, was hier so klein dazwischen ist. Oh ja, 120 Holz brauche ich dafür, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier nochmal eben schnell 1, 2 Bäume. Das dauert ja nicht so lange. Da könnt ihr make or buy some food. Or. Oder aber wir brauchen dafür zu viel, dann können wir auch direkt reingehen. Na gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal ins Bettchen. Ach nein, ich gehe noch nicht ins Bett. Ich mache mir jetzt erstmal kurz Fischstäbchen. Moment. So. Die nehmen wir auf jeden Fall. Den nehmen wir auf jeden Fall. Den auch. Den auch. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Mondfisch ist. Das ist das Problem. Ja, aber eigentlich denke ich mal, es ist egal. Jetzt habe ich kein Mehl mehr. Na toll. Okay, aber ich glaube, wir kriegen erst noch mal einen schnellen Schub. Ich würde zwar gerne mit euch jetzt ins Bett gehen, weil wir jetzt schon über die 30 Minuten drüber sind. Also fast 35 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch irgendwas rausschneiden aus der Zeit. Nein! Nein! Sie war doch eben arbeiten. Wieso geht sie jetzt? Will die mich veräppeln? Oh, das ist nicht dein Ernst. Was haben die hier für Arbeitszeiten? Ganz ehrlich. Mit dem Bäcker hatte ich schon gesprochen. Aber der hat jetzt auch wieder... Nein, die hat auch zu. Ey, sag mal.
Bis 17 Uhr. Achso, wir haben jetzt 17:30. Boah, ey. Na gut, ich laufe jetzt wieder zurück. Die haben alle einfach keine Lust auf mich, ganz offensichtlich. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Okay, ja, dann bleibt mir tatsächlich nicht mehr allzu viel zu sagen, wenn ich denn hier durchkommen würde mit dem Laufen. Außer, dass ich mich jetzt doch hinlegen werde, weil die irgendwie alle so geile Arbeitszeiten haben. Ja, und dann auch wieder Tage dazwischen frei. Ich begreife es nicht. Naja, ich sag mal gute Nacht und dann werden wir eben in der nächsten Folge Millionär. Naja gut, wir kriegen ein paar hundert Euro dazu. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Time for bed. Vielen Dank für dein Like. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne tun.